Platz 1. Der Gast des Wirtshauses lässt beim Eintreten aus Versehen die Tür offen. Brüllt der Wirt ihn an, Tür zu, das ist doch hier kein Stall. Der Gast schließt die Tür, setzt sich an den Tisch und beginnt bitterlich zu weinen. Geht der Wirt zu ihm und meint, na na, so böse war das doch nicht gemeint. Das ist es auch nicht, aber ich stamme vom Lande und immer wenn ich einen Ochsen brüllen höre, kriege ich Heimweh. Platz 2. Ein Gast kommt ins Restaurant und trägt eine Spargelstange hinterm Ohr. Der Ober sprachlos, wagt aber nichts zu sagen. Von da an kommt der Gast täglich, immer mit der Spargelstange am Ohr. Schließlich nimmt sich der Ober einen Anlauf und sagt sich, wenn er heute wiederkommt, dann frage ich ihn. Der Gast kommt wieder. Heute aber hat er eine Petersilienstange hinterm Ohr stecken. Der Ober, entschuldigen Sie, mein Herr, darf ich fragen, warum tragen Sie eine Petersilienstange am Ohr? Ja, wissen Sie, heute habe ich keinen Spargel bekommen. Platz 3. Ein Mann sitzt in der Kneipe und hat ein Glas vor sich stehen. Ein Freund kommt herein, nimmt das Glas und kippt den Inhalt runter, ohne zu fragen. Da erbost sich der Erste, was soll das eigentlich? Was hab ich nur getan? Ich hab heute wirklich einen total beschissenen Tag hinter mir, bei der Arbeit bin ich rausgeflogen, auf dem Heimweg hab ich einen Unfall gebaut. Totalschaden. Meine Frau erwisch ich mit meinem besten Freund im Bett, mein Sohn hat eine Bank überfallen und ist erwischt worden und meine Tochter ist schwanger und weiß nicht mehr, von wem. Und dann kommst du daher und trinkst mein Gift aus. Platz 4. Ein Mann kommt in ein Feinschmeckerlokal und richtet die Pistole auf den Oberkellner. Dies ist ein Überfall. Alle Gäste legen die Wertsachen auf den Tisch. Heute scheint allerdings nicht ihr Glückstag zu sein, entgegnet der Oberkellner geistesgegenwärtig. Ohne Krawatte können sie hier nämlich gar nichts bestellen. Platz 5. Kommt ein Mann in die Kneipe. Haut mit einer schweren vollen Plastiktüte auf die Theke und schnauzt, den doppelten Korn. Den bekommt er auch und kippt ihn, haut dann wieder mit der Tüte auf die Theke und schnauzt wieder, den doppelten Korn. Kriegt ihn, kippt ihn runter, haut mit der Tüte auf die Theke und bestellt noch einen. Ärger? Fragte der Wirt beim Einschenken. Und ob? Sechser im Lotto. Und meine Frau hat vergessen, den Schein abzugeben. Um Gottes Willen. Der würde ich ja den Kopf abreißen. Was glauben Sie denn, was ich hier in der Tüte habe?